Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Okay. Oh, ja, gut gemacht. Test. Oh, das war ja ein Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Oh, was ist falsch mit dir? Na komm, du kennst die Lösung. Und... Nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, oh, da sind sie. Okay. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Ja, zum Glück. Naja. Jawohl, Wheatley Laboratories. Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Oh, Mann. Oh, nee, jetzt kommen die Dinger. Oh, wie ich sie hasse. Ja, okay, aber das bringt mir jetzt soweit noch nichts. Erstmal muss ich nach hier oben kommen. So, den brauche ich erstmal. Was ist das denn da? So, und der müsste jetzt da den Schalter an der Decke aktivieren. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Gut zu wissen. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Na wunderbar. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh doch rüber und... Warum kann ich dir beim Test nicht helfen? Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. So. Du kommst jetzt hier rüber. Dann bitte hier hoch. So. Wo ist der Knopf? Da. Okay. Oh ja. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch getan! Ich weiß, wir stecken tief im Dreck.
sterben wohl gleich. Aber das war's, Liette. Ah, wie schön. Klar, das hat ihren Spaß. Und Wheatley bekommt eine geschwischt. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme! Noch nicht anfangen! Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Oh, GLaDOS. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Ich muss mal kurz was erledigen. Na. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ah, das war's wert. Schauen wir erstmal, was da drüben ist. So, damit können wir den runterholen. Das machen wir direkt mal. Dann hier rüber. Dann da. Doch sind die Tests recht einfach. Wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Was passiert? Es wird schon alles werden. Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich jetzt tatsächlich die 19 Tests alle noch komplett machen? Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Alles klar. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er dich fangt. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollwaisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Oh, stimmt, das ist ja das jetzt. Stimmt, mit dem Ziehen. Ah, jetzt geht das doch noch los. Boah, die Tests sind echt anstrengend. Habe ich hier eine Möglichkeit, den Bildschirm kaputt zu machen? Ich glaube nicht. Komm her. So nicht. So. Da hoch. Okay, bis jetzt geht das noch. Ich komme ganz gut zurecht. Dabei ist der Test so einfach, aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht
Ach was. Der braucht das. Er ist ja auch ein Schwachkopf. Und was für einer. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ah. Ah, der ist so ein Lappen. So, wo komme ich hin? Ich komme da drüben hin. Ups, das bringt so natürlich nichts. Issa muss das auch treffen. Gut. So nämlich. Und jetzt darüber. Jetzt bin ich hier. Wo ist das? Da hinten ist das. Moment, nochmal. Dahin, komm. Gib's ihm. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weh. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Halt die Klappe. Ja. Er ist ein Schwachkopf. Aber das macht nichts, wir stehen da schon durch. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Er bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Ja, ist doch gut. Yay! Na gut, hab schon verstanden. Okay, das war zu hoch. Du bist genau auf der falschen Seite gelandet. Boom! Okay. Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss den aktivieren. Okay, da hinten geht's rum. Alles klar. Aber ohne mich.
wirklich irgendwo einen tieferen Fall? Hab ich nicht. Das ist aber doof. Okay, so komme ich nicht darüber. Ah. Stimmt, macht Sinn. So komme ich darüber. Allerdings muss ich erstmal aufpassen, dass ich nicht abgeschossen werde. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja, bin ich. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Halt die Klappe. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Auf geht's zum nächsten Test. Aber wir sind schon mal näher dran. Okay. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Das bringt mir rein gar nichts. So, jetzt haben wir den schon mal. Was gibt es denn hier noch? Das ist auf jeden Fall Laser. Den ist auch noch etwas. So, hiermit kann ich jetzt... Was macht der denn? Der lässt eine von den Plattformen runter. Jetzt der aus. Dann nachher dort rein. Ja, so geht das. Stellen wir uns jetzt da rein. Hier rüber. Autsch. Okay, jetzt bringt das nach unten. Jetzt stellen wir uns hier drauf. Das bringt uns wieder nach oben. Jetzt aktiviert den wieder. Jetzt schleudert den nach oben. Das bringt die Platte hier nach unten. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Ja, das könnte problematisch werden.